So, Leute, das geht weiter. Wir rücken weiter vor. Yes. Ab hier rein, genau. So, dann... Gut, das hier läuft hier. Hier will er mich wirklich ärgern. Ja, er will mich hier wirklich ärgern. Doch nicht wahr sein. Ey, du, kein Stich, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, das ist bitter. Ich bin ganz eigentlich sowas von Schnuppe. Warum hat der immer noch so durch die Artillerie da? Echt? Nee. Er scheint wirklich noch Power wirklich zu haben. Was? So, hier hin. Ich würde sagen, wir machen mal ein Bombardement hier rein. Und gucken mal, was wir hier. Ja, sehr gut. Kann hier einiges bewirken. Sehr schön. Wir gehen hier drauf. Ja, komm. Du kommst jetzt eh nur an den Bunker kurz ran. Also machst du jetzt den Bunker ein bisschen. So, gut. Da geht gerade nichts, da auch nicht. Hier haben wir alles gemacht. Ja, nächste Runde. Bitte hier nochmal einen Druck. Sehr schön. So, die Bunker, ja, es ist mühsam, ich sehe schon. Es ist mühsam. Eine 1er Einheit, also das ist unfassbar. Wo kommt denn der her? So, verstärken, bleibt nichts übrig. Hier hin.
So. Ja, das ist jetzt unschön. Anscheinend ist hier noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Ja, gehen wir doch mal auf die scheiß Artillerie. Oh, der macht nach Matilda übelst Schaden da, das ist ja Wahnsinn. Jetzt musst du hier hin. Ja, ja, ich darf den Kessel da nicht aufmachen. Nächste Runde. Ich habe mit dem Wetter hier kein Glück. Das. ...40% bis jetzt von dem Ding ist Regen. Das ist übel. Oder? Ja, knapp 40, ja. 4 Runden jetzt. Regen, ja. 4 Runden waren Regen. Ja. Das ist übel. Das ist ein Hintergerauscht. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. So, dann. Ah, hallo. Sehr schön. Gut, ja, würde sagen, hier weiter. Angriff auf weite Ziele 1. Okay. Na, das ist der aus dem Ding raus, ne? Oh, warum ist das jetzt blau? Okay, lassen wir mal so stehen. Interpretiert. Nicht gut. Okay, hier drauf. Hier drauf. Da ist wirklich ein Jäger auf dem Flugplatz. Ja, das geht natürlich gar nicht. Du. Flammenpanzer. So. Hast du noch an Stärke? Fünf.
Mist. So. Ja. Gut, sollte nicht sein, ist in Ordnung. Eine Frage, was ist denn jetzt los? Wo wurde das jetzt aufgemacht? Hier, nein. Wo ist jetzt hier das aufgemacht worden? Wo ist denn jetzt hier der Kessel aufgemacht worden? Hier, hier, hier. Ne, der Kessel ist nicht auf. Warum ist der Kessel jetzt hier auf? Ich hab den doch. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Der Kessel dürfte jetzt nicht auf sein. Ist der jetzt auf? Nee, dadurch, dass ich hier bin, ist er jetzt auch wieder zu. Okay, verstehe ich das nicht. Wo ist dieser Kessel jetzt auf? Zu, 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 zu und ist zu. Also hier ist er zu, ganz klar. Hier ist er auch zu, ganz klar. Ich will jetzt erzählen, dass das hier... Ach komm ey, wo kriegt denn der hier seine Versorgung her? Oh, das ist ja wohl wieder Käse hoch 10. Okay, ich gehe jetzt wieder zurück, weil ich habe den jetzt wohl den Kessel wieder aufgemacht die ganze Zeit, oder? Ja. Nee, hier nicht. Aber anscheinend hier. Aber warum sollte ich hier offen? Und dann geh doch einfach dahin. Oh, ist das eine Scheiße. Keine Ahnung, was das jetzt hier gerade war, aber das Ding ist jetzt hier gerade montiert wie verrückt. Ey, komm, ihr kriegt jetzt diesen Scheißbunker dann mal platt, ey.
Ja, selber schuld, wenn man hier mit einem Einsatzpanzer rumkommt, ist selber schuld. Ja, wenn du meinst. Na, die Runde können wir dann noch warten, das halt nicht. So, dann würden wir sagen, langsam hier lang. Jo. Okay. Hier hin. Und hier hin. So, wir schicken mal die Bombe hier hin, schicken einen Bomber nach hier. Hallo? Du? Achso, den muss man dann hier zwischensetzen, okay. Ja, Jäger brauchen wir jetzt eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Nö. Tja, da würde ich sagen, mal ab hier runter langsam. Tja, jetzt machen wir mal den Test. Nee, wenn ich hier weggehe, der Kessel wieder weg. Das ist doch. Warte, dann müssen wir das. Schicken wir dich dann dahin und dann machst du das halt hier zu. Ja, machen wir das halt so. Okay. Der Jäger kann man hier hinschicken. Ja, dich auch. Hier noch ein bisschen romantieren. Wie sieht's hier aus? Ja gut, wenn die da oben jetzt sind, da kann ich sie nicht kesseln. Ist nicht einfach, ist halt einfach nicht möglich. Hier sind sie jetzt nochmal eingekesselt, ja. Okay, müssen die Italiener das jetzt gleich hoffentlich auf die Reihe kriegen. Aber die haben jetzt eigentlich alle schon eingenommen, ne? Bis auf das hier, ja. Sollen sie gleich auch auf die Reihe kriegen. So.
Das ist schon krass, der geht aufs offene Feld und kraft einfach mal einen Stern an, als wenn es nichts wäre. Na, jetzt habe ich den aus Versehen aufgemacht, ja. Ist okay. Okay. An das Ding, da komme ich ja so nicht ran. Das muss ich mit der Infanterie machen, ja. Okay, dann würde ich sagen, ab hier rein. Wie zu Geier kannst du noch schießen, wenn du total unterdrückt bist? Das ist ja der helle Wahnsinn. Ja, jetzt habe ich echt ein Problem, weil wenn der gleich nochmal feuert, könnte das meine Artillerie richtig wehtun. 4-4. Echt jetzt? Erklär mir, warum du da nicht rankommst. Ich jetzt machen, das ging nicht anders dabei. Die Artillerie war in höchster Gefahr. Okay. So. Ja, dann würde ich sagen, warten wir auf die nächste Runde und vielleicht greift er ja an. Oh, er hat den Kessel wieder zugemacht. Gut, das ist übel, ne? Der haut da einfach rein, es ist ihm scheißegal. Ich kann da nichts machen. Naja, Kessel kann ich ihn eigentlich auch nicht, weil. Naja, geht dir nicht, nee. So. Tschüss. So, wunderbar. Hätten wir auch.
So. Na gut, okay. Ist jetzt eigentlich egal, weil das haben wir ja jetzt. Sind es halt noch diese drei hier. Ich denke, da muss ich jetzt nichts mehr machen. Das kriegen die Italiener hin, ob die die jetzt plätten oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Sehr schön. Okay. Ja, jetzt raus. So. Ja, hier noch drauf. Und rein. Kasse ist schon wieder auf, ich könnte richtig kotzen. Aber ist jetzt auch egal. Wann soll ich hier hin? Okay, du bist. Stress. Matilda sind zwar gut von ihrer Panzerung, aber alles andere ist echt kein Spaß, was die da bieten. Hier hingehe, müsste es doch gehen, oder? Ja, dachte ich mir doch. So, dann würde ich sagen, fangen wir schon mal als an, den auseinanderzunehmen. Ja. Okay. Nächste Runde. Sehr schön. Okay, dann hier hin.
Okay, dann müssen wir nochmal ganz kurz zurück. Und zwar, du sollst hier hingehen. So, hier drauf. So. Hier drauf. Ja, einfach weiter. Haben wir gleich. So, hier oben. Gut. Seht ihr ihn jetzt vor, will er jetzt hier in einer Offensive irgendwo starten? Da ist nichts mehr, Junge. Der Bunker ist echt schon ein Abenteuer, ne? Muss man einfach lassen. Okay. Das darf doch nicht sein, ey. So, jetzt ist er weg. So, okay. Die Sache hier ist jetzt durch. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier reinkommen. Ja, lass uns mal gucken, was wir jetzt hier machen können. Ja. Und das war's. Wunderbar. Ein weiterer Sieg, Herr General. Unser unerwarteter Einfall in Zentralgriechenland hat die Bemühungen der Alliierten, den Balkan im Balkan zunichte gemacht. Es türmen sich Berichte über Massenkapitulationen griechischer Truppen sowohl an der italienischen als auch an der bulgarischen Front. Tatsächlich hört man Gerüchte, dass wir den Griechen komplett den Kampfgeist genommen haben. Womöglich werden wir sie nicht wiedersehen. Gar nicht übel für ein paar Wochen Arbeit. Historisch. Der Blitzkrieg der Deutschen in Jugoslawien machte die Bemühungen der Alliierten Griechenland den Balkan zu verteidigen zunichte. Die Griechen waren mit den Kämpfen gegen Italien in Albanien und der Verteidigung der Metastaslinie gegen die bulgarischen Angriffe bereits an ihre Grenzen gekommen. Die wenigen britischen Truppen, die zügig aus Ägypten herbeigeordert wurden, hatten den deutschen Truppen, die nun in Zentralgriechenland einströmten, nur wenig entgegenzusetzen. Eine kritische Position nach der anderen wurde abgeschnitten und eingekessert. Außer dem Rückzug blieb den Briten nichts viel übrig. Ja, das haben wir ja auch so gemacht. Wir haben erst die Griechen in der italienischen Front eingekesselt und dann nachher hier, was sich ein bisschen schwieriger gewesen, weil auf die Kessel wieder aufgegangen sind und der ganze Spaß von vorne losging. Und dann das Wetter am Anfang hat mir übelst bei meinem schnellen Vorstoß einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also wow. Die KI haut wirklich auf diesem Grad übelst rein. Also ist die Luftwaffe ganz böse. Da muss ich mir wirklich was einfallen lassen. Vielleicht werde ich mir doch die eine oder andere Flock dazu sich mitnehmen. Weil das könnte später richtig wehtun, wenn ich da nichts gegen tue.
Ja. Ja, im Großen und Ganzen haben wir alles erledigt. Die italienische Front haben wir komplett geräumt, fast, ne? Bis auf wenige Ausnahmen. Ja, gut, hier. Hier die bulgarische haben wir auch eigentlich so komplett hier fast geräumt. Das bisschen, was hier noch hier übrig ist, ist jetzt wirklich nicht mehr der Rede wert gewesen. Ja, ich hatte halt oft sehr zu kämpfen, dass auch mit der gegnerischen Luftwaffe von Artillery, weil die böse reingehauen hat. Sehr, sehr böse. Das ist nicht gerade sehr einfach gewesen. Weil ich das so nicht kenne. Normalerweise, ja, machen sie mal einen Schaden, zwei. Aber dass dann die Luftwaffe mir hier mal gleich vier Schaden reinhämmert, das ist übel. Das muss ich halt in Zukunft berücksichtigen halt auch. Okay, Leute, das war's von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter auf den Balkan. Bis dann.